So, Lilly, machst du mal Yoga und Stretching? Ich sorge, dass ich richtig fit bin am Samstag. Und deshalb gibt es eine extra Tennisstunde von Silvis Lieblingsgastronom in Hamburg. Sandro soll sie fit trainieren. Willst du Tennis spielen? Ja, ich muss ein bisschen üben. Ja. Und ein bisschen auffrischen. Es war seit den 90ern habe ich kein Tennis mehr gespielt und ich war damals noch nicht so mal gut. Also ich muss ein bisschen auffrischen. Aufschlag Silvi Mais. Und die macht sich erstaunlich gut. Spontan wird sogar Boris Becker via FaceTime aus London zugeschaltet und der findet tatsächlich lobende Worte für die Konkurrentin seiner Ex-Frau. Sehr leichtfüßig, sehr spielend. Auf dieser roten Asche. Auf Instagram haben sich die beiden schönen Niederländerinnen schon gebettelt. Lilly bereitet sich dekorativ mit einem Sonnenbad auf die Show vor. Silvi Mais kontert mit Sixpack-Bauch. Wir werden spätestens am 6.6. sehen, wo der Hammer hängt. Ich liebe Lilly vom Herzen. Und bei uns sind diese Battles und diese Kampfansagen auch mit ganz viel Liebe. Aber da sie mich so gechallenged hat mit ihren, ach Silvi, ich leg mich schön in die Sonne, weil eigentlich bist du nur eine kleine Puppe und ich schlag dich sowieso am Samstag, habe ich gedacht, okay, meine liebe Freundin, dann schicke ich dir ein anderes Bild. Das war meine Kampfansage. Ehrgeizig, das ist sie tatsächlich und Humor hat sie auch. Am Rande der Tennisstunde plaudert die 42-Jährige noch Privates aus. Vor ein paar Monaten hatte ich nie gedacht, dass ich Schlag den Star machen würde, weil in meinem Kopf würde ich jetzt bald heiraten und Shows machen war nicht das, was auf dem Zettel war, aber Sachen können sich tatsächlich dann so schnell ändern und keiner hat es erwartet und wenn es losgegangen ist, haben wir schon ziemlich schnell uns realisiert, dass wir unsere Hochzeit leider verschieben müssen. Doch jetzt steht erstmal das Battle mit Lilly Becker an und auf diese Siegerpose hofft Silvi nach der Show Samstagnacht.